Heute möchte ich eine sehr leckere vegane Pilzsoße zubereiten. Dafür brauchen wir natürlich erstmal Pilze. Also gehen wir jetzt erstmal ab in den Wald und müssen erstmal welche suchen. So, hier haben wir ein paar schöne Pfifferlinge. Hier zwei kleine. Hier nochmal ein paar etwas größere. Und hier, habe ich schon gesehen, wächst ein Sommersteinpilz. Schon sehr stark angefressen. Aber vielleicht finde ich ja nochmal ein paar bessere. Und ja, der darf auf jeden Fall stehen bleiben. So, und hier ganz versteckt sehe ich den nächsten Sommersteinpilz. Und der sieht deutlich besser aus als der von eben. Also wirklich ein super schönes Exemplar. Ich hoffe mal, dass der nicht malig ist. Und dann ist der doch super. Das werde ich jetzt erstmal überprüfen und den erstmal putzen. Und dann kommt der noch mit in den Korb. So, und hier habe ich jetzt nochmal ein ganzes Pfifferlingsnest gefunden. Hier stehen 4 Stück. Und hier drüben stehen nochmal 2 Stück. Vom blassen Pfifferling. Also die kommen auch noch mit in den Korb. Wunderschöne Exemplare. Superschöne Pilze. Ich nehme mal einen raus. Ja, hier kann man schön die Leisten erkennen. Dann der blasse Hut. So, und hier lassen sich jetzt nochmal ein paar Hexenrohrlinge finden. Hier. Nummer 1, auch noch relativ fest. So, hier Nummer 2, auch schon stark angeknabbert, aber auch noch fest. Und hier ist Nummer 3, auch noch ein wunderschöner, noch richtig jung. Rausdrehen. Ja, schon leicht angeknabbert, muss man wieder was wegschneiden, aber der geht auf jeden Fall noch. So, hier habe ich gerade noch mal ein paar Pfifferlinge entdeckt. Hier Nummer 1, hier Nummer 2. So, und dann stehen hier noch welche. Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen schauen. Vielleicht finde ich ja doch noch mal ein paar. Pilze haben wir jetzt also genug und die werde ich jetzt noch klein schneiden und dann zusammen mit Zwiebeln anbraten. So, die Pilze und die Zwiebeln habe ich jetzt so klein geschnitten. Jetzt gebe ich noch etwas Öl dazu. Wenn die dann erstmal ein bisschen braten, kann man ein bisschen Salz dazugeben und halt erstmal ein bisschen würzen. Und dann heißt es wieder warten. Zwischendurch sollte man dann immer mal wieder die Pilze wenden, dass halt nichts anbrennt. Dann dauert das so 10 Minuten und dann sind die auch durch. Und wenn die Pilze dann gut durchgebraten sind, kann man hier etwas Mehl dazugeben. Nicht zu viel. Ungefähr 1 Teelöffel. Dann schön verrühren. Und dann gibt man etwas Hafermilch bzw. Sahne dazu. Ich habe jetzt hier so ein veganes Produkt verwendet. Das Ganze muss jetzt nochmal ordentlich aufkochen und dann ist die Pilzsoße auch schon fertig.